Das ist das Salzburg E-Magazin und das sind die Themen. Vorteilswelt der Salzburg E, exklusiv für ZAM-Produktkunden. Wir stellen Ihnen die OBUS-Leitstelle vor und Blockchain ist in der Energiewirtschaft angekommen. Jetzt ist es soweit. Wenn Sie ZAM-Kunde sind, also mindestens zwei Produkte der Salzburg AG haben, wie zum Beispiel Strom und Kabel-TV, dann können Sie unsere Vorteilswelt nutzen. Als ZAM-Kunde bekommen Sie obendrein auch noch andere Vergünstigungen, wie zum Beispiel zusätzliche Freistromtage. Was die Vorteilswelt ist und wie Sie mitmachen können, das zeigen wir Ihnen jetzt. Dass Sie nicht im Regen stehen, sondern das Gefühl haben, jeden Tag wäre Ihr Geburtstag, das ist das Motto der Salzburg E-Vorteilswelt. Egal ob Shopping, Kultur, Sport oder Kulinarik, hier warten viele Vorteile auf Sie, jetzt exklusiv für alle, die bei der Salzburg AG die ZAM-Produktkombi nutzen. Wenn Sie jetzt sagen, das brauche ich unbedingt, das ist super, sensationell, genial, hervorragend, besten, super, genial, einwandfrei, oder einfach nur smart, dann beginnen wir mal und jetzt alles der Reihe nach. Werden Sie ZAM-Produkt-Kombi-Kunde? Laden Sie die Salzburg AG Vorteilswelt-App auf Ihr Smartphone. Loggen Sie sich mit Ihren Benutzerdaten ein und Angebot auswählen und bequem in der Vorteilswelt-App einlösen oder sichern. Sie haben noch Fragen? Dann kontaktieren Sie ganz einfach unseren kostenlosen Kundenservice unter 0800 660 660. Wie Sie ZAM-Kunde werden, finden Sie auch auf unserer Webseite. Wir machen jetzt allerdings einen kurzen Themenwechsel. Sie sind die Dirigenten des öffentlichen Stadtverkehrs in der Stadt Salzburg. Gemeint sind damit die OBUS-Disponenten in der Leitstelle. Wir waren bei einem Lokalaugenschein dabei. ...364. Auf Höhe Künstlerhaus ist ein privater Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Es wird sicherlich zu einem größeren Stau kommen. Sind Personen auch zu Schaden gekommen? Also ich habe keine verletzten Personen gesehen. Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund eines privaten Verkehrsunfalls im Bereich Justizgebäude Künstlerhaus kommt es in diesem Bereich zu... Radio Salzburg Verkehrsinformation, auf der Hellbrunner Straße stadteinwärts ist ein Unfall passiert. Auch wie hier in schwierigen Situationen dirigiert die OBUS-Leitstelle, also die Kommandozentrale, die OBUSe durch die Stadt Salzburg. Dass der Job eines Disponenten nicht immer leicht ist und mit welchen Problemen sie täglich konfrontiert werden, erfahren wir noch etwas später. Um eine möglichst genaue Situation von Salzburgstraßen zu bekommen, wird ein Datenmix aus Bordcomputer und Satellitenortung zur Hilfe genommen. Die erhaltenen Informationen werden in der Kommandozentrale verarbeitet, um die Fahrzeuge zu disponieren. Auch die Echtzeitinformation über Stelen, Monitore und die OBUS-App Quando läuft über dieses System. Also wir sind hier in unserer OBUS-Leitstelle in dieser Form, wie wir sie die Leitstelle hier sehen, gibt es bereits seit 5 Jahren. Es ist das modernste System, was zurzeit am Markt verfügbar ist und hier läuft alles zusammen und von hier aus werden die Fahrzeuge, sind 96 Stück zur Spitzenzeit und die 180 Fahrerinnen und Fahrer koordiniert und damit der Linienverkehr draußen reibungslos im Stadtgebiet abläuft. Neues gibt es bei dieser Leitstelle, diese Ad-Hoc-Umleitung und diese Online-Umleitung, also vorgegebene Umleitungen, wie sie im System eingepflegt sind und auch Ad-Hoc-Umleitung, das heißt, wenn kurzfristig eine Straße gesperrt ist, kann der Disponent sofort eingreifen. In der Leitstelle werden alle Daten digital und in Echtzeit seit 5 Jahren verarbeitet und für die Fahrgäste zur Verfügung gestellt. Zum Wohlwollen natürlich unserer Fahrgäste, denn wir wissen genau, wo die Busse unterwegs sind und werden auch am Bildschirm angezeigt. Und ein Paradebeispiel ist da hinten der Stadtplan, wo genau die U-Busse im Stadtgebiet unterwegs sind. Seit 5 Jahren ist die Software also nun schon im Einsatz. Die Staus in der Stadt Salzburg durch den Individualverkehr und die damit verbundenen Verspätungen der U-Busse können die Computer allerdings nicht auflösen. Bestes Beispiel dafür war letzten Freitag der Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn. Die Pkw sind ins Stadtgebiet gefahren, die Stadt ist übergegangen im Verkehrsstau und da sind natürlich die Disponenten dementsprechend gefordert, das 10-Minuten-Intervall aufrechtzuerhalten, soweit wie möglich natürlich. Doch neben all den täglichen Herausforderungen auf Salzburgstraßen gibt es natürlich auch ein paar Heldengeschichten.
Also eine lustige Geschichte war zum Beispiel beim letzten Mal, der Fluggast hat das Handgepäck vergessen, da waren die Flugtickets drinnen, er hat bei uns angerufen, wir haben sofort reagiert, Funkdurchsage gemacht und der nächste Obus hat die Flugtickets im Bus gehabt und der Fahrgast hat es abgeholt und konnte glücklich nach Hause fliegen. Damit das auch in Zukunft so bleibt, arbeitet das Team in der Obus-Kommandozentrale täglich an der Pünktlichkeit der Fahrzeuge und an der Kundeninformation. Eines steht fest, gäbe es den Obus nicht, hätte Salzburg eine CO2-Mehrbelastung von mehreren tausend Tonnen. Wenn Sie noch nach einem Ferienprogramm suchen, dann können Sie zum Beispiel den Wasserspiegel, das Wassermuseum der Salzburger AG am Mönchsberg besuchen. Und wenn wir schon beim Wasser sind, haben wir noch einen weiteren Besichtigungstipp für Sie. Schon heute stammt der größte Teil unseres Stroms aus Wasserkraft. Sie ist die wichtigste erneuerbare Energiequelle zur Stromversorgung. Wasserkraftwerke sind naturverträglich und schaffen Naherholungsräume. Im Sommer können alle Wasserkraftwerke der Salzburg AG besichtigt werden. Dazu zählen unter anderem Laufkraftwerke entlang der Salzach oder Speicherkraftwerke, zum Beispiel im Wiestal oder in der Struppklamm. An der Grimmler Arche, unterhalb der weltberühmten Wasserfälle, liegt das Kraftwerk Wald. Die Anlage entstand in den 80er Jahren und ist für Besucher besonders sehenswert. Seit 1984 ist das Kraftwerk Zederhaus in Betrieb. Es bezieht Wasser aus 10 Gebirgsbächen, vor allem des Riedingtals, über den dortigen Speicher Schliereralm. Nahe der Autobahn lädt es leicht zu finden zu einer interessanten Besichtigung ein. Eine Besichtigung dieser Kraftwerke ist jeweils ab 4 Personen möglich. Weitere Informationen dazu finden Sie wie gewohnt im Internet. Experten sind sich einig, dass der Elektromotor das Antriebssystem der Zukunft ist. Auch aktuelle Studien zeigen, dass bereits jeder zweite Österreicher über die Anschaffung eines Elektroautos nachdenkt. Bei uns dreht sich jetzt alles ums Elektroauto und bei der Ladeinfrastruktur kommt die Salzburger AG ins Spiel. Wir bieten bereits heute das dichteste Ladenetz im Bundesland Salzburg an und garantieren somit eine flächendeckende Versorgung. Dazu kommt, dass sich immer mehr Hotels und Gastronomiebetriebe für ein Elektroauto oder zumindest für eine Ladestation für ihre Gäste entscheiden. Elektromobilität in der Gastronomie ist ein wichtiges Thema. Gerade uns beim Gasttagwirt ist das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz wichtig, weil wir auch im Lebensmittelbereich und in der Energieversorgung da ganz schon viele Schritte gesetzt haben. Der Kundenwunsch nach einer Elektrotankstelle ist seit langem da. Wir haben uns immer wieder beschäftigt, damit wir das Thema am besten lösen. Und sind sehr, sehr froh, dass wir mit der Salzburger AG einen tollen Partner gefunden haben, der mit uns zusammen das umgesetzt hat. Dass der Strom der Salzburger AG zu 100% aus erneuerbaren Energiequellen stammt, ist dabei ein weiterer Grund, zu leiser und emissionsfreier Mobilität zu wechseln. Wir wollen die Mobilität, den Einsatz der öffentlichen Verkehrsmittel im Gasttagwirt stark fördern. Es sind immer mehr Leute, die einer fliegen, die mit dem Zug einer kommen, die nicht mit meinem eigenen Auto anreisen. Wir haben eine tolle Anbindung am Bus, aber wollen dann auch in Zukunft schon überlegen, Elektroautos für die Gäste zur Verwendung anzuschaffen und da gibt es auch schon erste Gespräche. Wenn auch Sie eine Ladelösung für Ihr Elektroauto benötigen, dann kontaktieren Sie uns ganz einfach. Egal ob Gewerbebetrieb, Hotellerie oder Gastronomie. Welche Leistungen inkludiert sind und dass Sie im Grunde keinen Aufwand damit haben, das zeigen wir Ihnen jetzt. Bei der Gastronomie gibt es ein Produkt, das ist ein Mietprodukt, bestehend aus einer Ladestation. Das kann jetzt eine Wallbox sein oder wie hier eine Ladesäule. Das Ganze ist ein Mietprodukt zu einem sehr attraktiven Preis. Die Laufzeit der Miete liegt bei 5 Jahren. Also ein rundes Angebot eben für die Gastronomie. Nach 5 Jahren geht die Ladestation dann in den Besitz des Betriebs über. In diesem Produkt sind mehrere tausend Kilometer inkludiert. Wartung, Service und Inbetriebnahme sind ebenfalls dabei. Sie brauchen sich also um nichts zu kümmern. Diese Ladesäule ist eine Ladestation für den öffentlichen Bereich bzw. für den halböffentlichen Bereich. Die Station hat eine Gesamtleistung von 44 kW, bestehend aus 2 Ladepunkten zu je 22 kW. Das Ganze ist eine smarte Lösung. Smart heißt, die Ladestation kann man freischalten mittels einer Kundenkarte von der Salzburg AG oder über eine Handy-App, beziehungsweise kann man bei dieser Ladestation auch vor Ort bezahlen, das heißt mit der Kreditkarte. Entsprechend der Partnerschaftsvereinbarung zur Klima- und Energiestrategie Salzburg 2050 bieten wir in Kooperation mit dem Land Salzburg auch allen 119 Salzburger Gemeinden die Errichtung einer Ladestation für beschleunigtes Laden an. Mehr dazu finden Sie wie immer und gewohnt auf unserer Website. Jetzt wird es etwas technisch bei uns. Den Begriff Blockchain haben Sie vielleicht schon einmal gehört.
Dieser Begriff hatte bis dato immer etwas mit Bitcoins zu tun. Doch wie kommt Blockchain in die E-Wirtschaft? Das haben wir uns in Köstendorf angesehen. Familie Struber aus Köstendorf praktiziert die Blockchain-Technologie schon täglich in der Praxis. Eine gemeinschaftliche Photovoltaikanlage am Hausdach des Mehrfamilienhauses, hier befinden sich Wohnungen und zwei Geschäftseinheiten, produziert den sauberen Strom. Dieser wird ganz normal unter den Parteien aufgeteilt. Und jetzt kommt die Blockchain-Technologie zum Zug, denn überschüssiger Strom wird nicht ins Netz eingespeist, sondern an den Nachbarn im Mehrfamilienhaus weitergegeben. Das funktioniert natürlich auch dann, wenn sich eine Partei im Urlaub befindet oder die im Haus befindlichen Geschäfte am Wochenende geschlossen haben. Zum Beispiel, wenn ich auf Urlaub fahre und ich brauche keinen Strom, mehr oder weniger, dann kann ich den Strom, meine 30% quasi meinem Bruder oder meinen Eltern oder einem anderen Verbraucher im Haus einfach zuschieben. Und dann quasi kann er den Strom, den was wir selbst produzieren, quasi gleich verbrauchen und dadurch halt weniger Leistung vom Netz nehmen. Ist ein Bewohner auf Urlaub, schickt ihr den überschüssigen, sauberen Strom also einfach zum nächsten weiter. Ein System, das in der Praxis schon sehr gut funktioniert, doch kommen wir auf den Begriff Blockchain zurück. Und über unsere Blockchain-App ist es jetzt möglich, dass man temporär Anteile verschiebt. Das heißt, ich kann sagen, ich bin die nächsten zwei Wochen auf Urlaub und gebe meinen PV-Strom meinem Nachbarn, weil der kann ihn gut verwenden und muss dadurch keinen teuren Strom kaufen. Und das nächste Mal, wenn er auf Urlaub ist, überschreibt er mir vielleicht seinen. Das heißt, unsere Projektteilnehmer können untereinander die Photovoltaikerzeugung austauschen, hin und her transferieren, um so jeweils selbst ihren Verbrauch möglichst gut aus dieser gemeinschaftlichen Photovoltaikerzeugungsanlage zu decken. Eine Win-Win-Situation für alle Parteien im Mehrfamilienhaus, wie man am Beispiel in Köstendorf sehr gut sehen kann. Das heißt, die Bewohner einigen sich untereinander, wie der PV-Strom für sie am besten aufgeteilt wird. Und genau dieses Ergebnis wird dann über eine App in die Blockchain geschrieben und es ist für jeden Bewohner einsichtig, wie der Aufteilungsschlüssel dann schlussendlich ist. Wir als Netzbetreiber gehen dann her, schauen, auf welches Ergebnis sich die Bewohner geeinigt haben, lesen diese Daten aus und machen über diesen Aufteilungsschlüssel schlussendlich die Abrechnung. Das Hin- und Herschieben des Stroms ist allerdings nur in einem geschlossenen Netz möglich, wie in diesem Beispiel im Mehrfamilienhaus in Köstendorf. Man kann also nicht den überschüssigen Strom in Köstendorf an Bekannte, Verwandte beispielsweise nach Wien weitergeben. Die erste Erkenntnis ist, dass man sicher die Blockchain nicht überall einsetzen wird, dass es aber definitiv interessante Anwendungsgebiete gibt und wir haben jetzt hier mit diesem Demonstrationsprojekt den Startschuss dafür gesetzt. Bei Blockchain in Köstendorf handelt es sich um ein einjähriges Forschungsprojekt der FH Salzburg und der Salzburg AG. Alle Beiträge finden Sie wie gewohnt auch auf unserer Facebook-Seite, auf YouTube und unter www.salzburg-ag.at.